Da dürft ihr jetzt auf jeden Fall alle ganz doll die Ohren spitzen, denn ich darf euch jetzt eine 32-jährige junge, frisch gebackene Mama aus Hildesheim vorstellen. Ich kenne sie auch persönlich und finde es immer total schön mit ihr. Sie kommt ursprünglich aus der Tourismusbranche und hat die Fitline-Produkte schon 2019 kennengelernt, also kurz bevor das große C kam. Das wird sie bestimmt auch noch mal ein bisschen erzählen. Und ja, gehört mittlerweile zum Top-Management der Firma, generiert mit ihrem Team einen monatlichen Umsatz von über 150.000 Euro und konnte 2022 ihren Hauptjob kündigen. Das ist natürlich total genial als Mutter und wie sie sich das Ganze nebenberuflich aufgebaut hat und sich damit mittlerweile für sich und ihre kleine Familie ein freies, selbstbestimmtes Leben kreieren konnte, das erzählt sie euch nun am allerbesten selber. Seid super gespannt auf ihre Geschichte und Learnings. Ich liebe deine Geschichte, Svenny. Und freue mich riesig. Einen riesen virtuellen Applaus für das President's Team Svenja Lenz. Hallo, hallo ihr Lieben. Ich freue mich total, dass ich hier heute sprechen darf und auch erstmal ein großes, großes Lob an Ranja. Du hast das ganz, ganz toll erklärt. Also echt super dafür, dass du das erste Mal gemacht hast. Hat man überhaupt nicht gemerkt. Und ja, ich freue mich total, dass ich heute hier mit euch meine Geschichte erzählen darf. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal in den Chat schreiben, ob ihr schon ja dabei seid oder ob ihr das Ganze jetzt heute das erste Mal gehört habt. Schreibt doch einfach mal eine 0 rein, wenn ihr das Ganze das erste Mal gehört habt oder noch gar nichts vorher wusstet und eine 1, wenn ihr schon dabei seid, dass ich so ein bisschen weiß, wer jetzt hier auch komplett neu ist. Und ja, weil bei mir war das tatsächlich damals so, als ich das Ganze das erste Mal gehört habe. Da konnte ich das Ganze noch gar nicht so richtig in der Tiefe überhaupt begreifen, ja. Und heute so ein bisschen rückblickend gesehen, jetzt so nach 5 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, kann ich echt sagen, dass das Ganze, was wir hier machen, nicht nur einzigartig ist, sondern dass es wirklich wichtig ist, dass wir hiermit nach draußen gehen. Und ja, Linda, soll ich einfach mal anfangen, loszuquatschen von mir? Oder? Einfach mal frei von der Leber weg. Ich bin super gespannt. Schieß Alles los. klar. So, ich gucke jetzt gerade nach meinem Chat. Genau, ein paar neue sind auch dabei, ein paar sind auch schon gestartet. Also richtig cool. Da habt ihr auf jeden Fall, haben viele von euch auch schon eine sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen, weil ich muss wirklich sagen, für mich hat das mein ganzes Leben verändert. Und ich habe das Ganze tatsächlich schon vor 6 Jahren kennenlernen dürfen. Da war ich aber noch sehr, sehr skeptisch. Das kennt bestimmt auch der ein oder andere hier in dem Call, dass er erstmal gesagt hat, so, ich weiß nicht, es hört sich alles irgendwie so ein bisschen zu gut an, um wahr zu sein. Und so war das bei mir auch. Ich habe das irgendwie immer so alles so ein bisschen verfolgt bei jemandem auf Instagram, den ich so, ja, so ein bisschen kannte, aber auch nicht so wirklich gut. Und ja, habe das immer alles so ein bisschen von der Ferne beobachtet. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, er hatte mir das alles mal vorgestellt. Aber ja, ich war halt, wie gesagt, noch so ein bisschen. Ich hatte auch damals noch eine Weltreise geplant und habe gesagt, jetzt fange ich hier auf jeden Fall nichts irgendwie Neues an. Und deswegen kannst du erstmal für dich behalten, sozusagen. Wir können dann sprechen, wenn ich wieder da bin. Und er hat es ganz schlau gemacht. Er hat sich das im Terminkalender eingetragen. Wann bist du denn wieder da von deiner Weltreise? Und ja, dann war das halt so, dass ich tatsächlich erstmal ein halbes Jahr reisen war und es aber immer so bei Instagram, so bei ihm einfach weiterverfolgt hatte. Und irgendwie doch schon neugierig war, muss ich sagen, aber gedacht habe so, naja, irgendwie, das hört sich auf Instagram halt, wie gesagt, einfach alles so gut an. Und habe das erstmal für mich so gar nicht irgendwie als, ja, Möglichkeit gesehen. Dann auf dieser Reise durfte ich aber tatsächlich ganz, ganz viel lernen. Und deswegen war es auch wichtig, dass ich sozusagen das schon während der Reise so ein bisschen kennenlernen durfte. Und das sind vielleicht auch so ein paar Learnings, die ihr vielleicht für euch schon so mitnehmen konntet. Weil ich bin damals nach Südamerika gegangen und das war etwas, wo meine Familie nicht so super begeistert von war, weil ich gesagt habe, ich gehe alleine nach Südamerika und ja, vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, Familie war erstmal so, oh mein Gott, kannst du denn nicht nach, wie jeder normale Mensch, auch nach Australien reisen oder nach Neuseeland? Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Und ich habe von allen Seiten halt echt Feuer bekommen und habe da einfach gemerkt, dass gerade die Leute, die, ich sag mal, noch nicht in Südamerika waren, ganz, ganz viel Sorgen und Zweifel hatten, dass das halt geht. Und die Menschen, die schon mal in Südamerika waren, die haben gesagt, oh, das ist das Geilste, was du machen kannst, unbedingt machen. Ich bin total neidisch, würde total gern mitkommen. Und das ist tatsächlich auch was, was du vielleicht hier auch schon aufs Network übertragen kannst, weil ich dir den Rat gebe, wenn du mit Menschen sprichst darüber hier, ob du das vielleicht, wenn du dich austauschen möchtest, dann hör unbedingt auf die Menschen, die schon Erfahrung haben im Network, weil oft es wird es hier auch so sein, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, die dir sagen, oh, das ist, ne,
Da musst du aufpassen und, aber sich da auch immer wieder zu fragen, sind es denn Menschen, die sich wirklich schon mal mit dem Thema beschäftigt haben, sowohl mit den Produkten, die schon mal ausprobiert haben und da auch einen eigenen Erfahrungsbericht so gemacht haben, aber auch wirklich mal das Thema Network Marketing sich wirklich mal von allen Seiten von angeleuchtet haben. Und die werden dir auf jeden Fall sagen, go for it, ist eine gute Idee. Und deswegen hör auf die Leute, die wirklich halt Erfahrung in dem Bereich haben, wo du eine Meinung zu haben willst. Halt, passt für alle Lebensbereiche, kann man so sagen. Genau. Und dann ein zweites Learning, was ich auch hatte während der Reise, und das ist auch was, was du auf alle Lebensbereiche und halt hier auch aufs Network übertragen kannst, ist, ich glaube, viele von uns kennen das. Man ist immer oft so in diesem, ah, was ist denn, wenn es nicht funktioniert? Und was ist denn, wenn das. Ja, wenn das schief geht, also das hatte ich halt auch gerade mal so auf Reisen, wie gesagt, ne, wenn die Leute mir gesagt haben, von wegen so, oh Gott, was ist denn, wenn dir was, da was passiert und so, und was ist denn, wenn dein Koffer verloren geht, was machst du denn dann und so, ne? Also man geht ja irgendwie immer vom schlimmsten Fall aus. Das ist uns irgendwie so ein bisschen antrainiert worden. Und genauso wird es hier auch beim Network sein, oder vielleicht kennst du das auch selber, ne, dass du dich fragst, ja, was ist denn, wenn das nicht funktioniert und so. Und ich habe mir da halt wirklich auch gesagt, von wegen, lass den Satz doch mal umkehren und nicht immer vom Worst Case ausgehen, sondern lass uns doch mal vom Best Case ausgehen. Also lass uns doch mal fragen, was ist denn, wenn es richtig, richtig geil wird? Was ist denn, wenn alles mega gut läuft, wenn alles mit Leichtigkeit von der Hand geht beim Reisen? Ne? Also dass du halt, ich hatte auf den ganzen Reisen nicht eine Situation, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Meine Koffer sind überall rechtzeitig angekommen. Es hat alles smooth funktioniert. Ich habe die schönste Zeit meines Lebens gehabt. Ich habe unglaublich viele schöne Lebensmomente sammeln dürfen. Und ja, die ich jetzt auch, die mir keiner mehr nehmen kann. Und die jetzt hier ganz, ganz tief gespeichert sind. Und das möchte ich einfach nicht mehr missen. Und hätte ich damals auf andere Leute gehört, dann hätte ich diese Erfahrung jetzt einfach nicht gemacht. Und ja, deswegen kann ich euch da echt nur den Rat geben, fragt euch öfter mal, was wäre denn, wenn es gut wird? Was ist denn der Best Case? Und genau so, diese Erfahrungen haben mir dann tatsächlich damals geholfen, als ich dann mit Network Marketing hier gestartet bin. Weil ich kam dann von der Reise wieder und ja, bin dann halt erstmal so ein bisschen in so ein kleines Loch gefallen, weil ja, wenn du ein halbes Jahr auf Reisen bist, dann hast du halt erstmal schön so das Highlife gelebt, sage ich mal, wirklich jeden Tag ja frei entscheiden können, was darf ich machen, was da kann ich mir angucken. Und dann war ich wieder zurück in meinem Job und war halt wieder so gefangen im Hamsterrad, ne? Also ich habe meinen Job eigentlich echt geliebt, aber es war halt einfach trotzdem, ich sag mal, dass ich von außen so ein Korsett gekriegt habe, ne? Darf dann und dann Urlaub machen, ich habe die und die Arbeitszeiten und. Also ich war halt einfach auch gerade geltlich sehr limitiert. Also im Tourismus verdient man sich jetzt auch keine goldene Nase. Und als ich dann ja von der Reise wiederkam, wollte ich eigentlich sofort wieder losreisen, habe aber festgestellt, ja, zum einen Konto war leer, zum anderen Urlaubstage waren leer. Also hätte ich meinen Chef jetzt gefragt, darf ich nochmal wieder losreisen? Ich habe ja ein halbes Jahr Sabbatical gemacht. Dann hätte der mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich könnte jetzt halt wieder anfangen zu sparen, um halt mir wirklich, ja, die Träume und Ziele, die ich jetzt noch habe, zu ermöglichen, noch mal mehr von der Welt zu sehen. Könnte ich jetzt noch wieder ganz viel sparen. Dafür müsste ich aber wieder viele, viele Jahre sparen, um dann halt wieder reisen gehen zu können, um dann halt nach der Reise wieder bei Null zu stehen. Ne? Also dann wäre ich ja irgendwie nach 5 Jahren wieder genau da gewesen, wo ich zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. Und vielleicht möchte ich ja auch mal irgendwann Familie gründen, habe ich mir dann damals gesagt. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Vielleicht muss ich jetzt mal schauen, dass es vielleicht eine Alternative gibt, dass ich mir diese Träume und Ziele halt wirklich erfüllen kann. Und da bin ich dann halt, ja, offen geworden, habe mir da halt immer wieder auch diesen Satz gesagt von wegen, okay, was ist denn, wenn das wirklich funktioniert, was der Tobi, meine Upline, mein Ansprechpartner, da immer so postet. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben. Und das war so ein paar Tage vor diesem Terminkalendereintrag, hat er mir dann nachher erzählt, habe ich mich dann tatsächlich selber bei ihm gemeldet. Ist vielleicht auch noch so ein kleines Ding, dass wenn ihr jetzt schon länger dabei seid und ihr habt jetzt jemanden, der mal schon mal gesagt hat, nee, das ist nichts für mich, vielleicht ist es einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Für mich war es damals, als er mir das erste Mal erzählt hat, nicht der richtige Zeitpunkt. Für mich kam dieser Zeitpunkt erst ein Jahr später. Und dann war ich halt wirklich erst offen dafür. Und dann habe ich mir halt wirklich richtig mal angehört, worum geht es eigentlich? Und Gesundheit war schon immer ein Thema für mich. Deswegen habe ich auch erst mal gesagt, die Produkte, ja, ist nice to have, aber ich habe jetzt eigentlich keine großen Herausforderungen gesundheitlich so. Aber das Businessmodell finde ich natürlich total interessant.
Und dann bin ich mit den Produkten gestartet, natürlich, und habe dann einfach auch mit den Produkten gemerkt, oh, ich habe ganz schön viel für selbstverständlich hingenommen. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere von euch, so dieses typische Mittagstief, so das hat ja jeder, ne? Das hatte ich natürlich auch und das habe ich dann irgendwann nicht mehr gehabt. Habe ich dann gemerkt, dass meine Kollegen alle so weiterhin in den Mittagstief gefallen sind. Ich so, ich habe irgendwie noch total viel Energie. Und auch so nach der Arbeit bin ich früher mal gerne noch Kitesurfen gegangen und dann habe ich gesagt, ich habe irgendwie noch total viel Energie, lass nochmal aufs Wasser gehen. Und die waren alle so, hä, was ist denn mit dir los? Du warst doch eigentlich sonst die Erste, die auf der Couch ist, so. Ja, und das waren halt so Dinge oder auch halt, dass ich gemerkt habe, ich finde viel leichter in den Schlaf. Ich kann auch wirklich tief durchschlafen. Ich bin nächsten Tag nicht so gerädert, wenn ich wach werde. Das war ja jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, ich bin krank, weil ich nicht einschlafen kann, sondern das war auch so, es ist halt so. Ich hatte immer so ein leichte Akne, aber auch nicht schlimm. Das hat sich auch total verbessert. Also mein Hautbild wurde deutlich besser. Auch meine Haare sind ständig abgebrochen vorher. Das hat sich mit der Zeit dann auch wirklich deutlich verbessert. Mein Stoffwechsel ist besser gewesen. Und das, obwohl ich eigentlich dachte, ich bin gesund. Ja, also da hat sich trotzdem halt schon ganz, ganz viel getan. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, ich bin ja schon jemand, der schon sehr gesundheitsbewusst ist. Und ich merke auch schon die echt krasse Resultate. Wie ist das denn dann bei Menschen, die sich vielleicht noch nicht so gesundheitsbewusst ja, auf sich achten? Und dann habe ich gedacht, ja, da muss ich irgendwie raus mit in die Welt. Ne? Also, und dann habe ich angefangen, einfach ganz normal einfach darüber zu sprechen. Ja, die erste, mit der ich darüber gesprochen habe, war meine Oma beim Kaffee trinken. Da habe ich einfach erzählt, hier, Oma, ich trinke jetzt hier morgens und abends einen Saft. Seitdem kann ich besser schlafen, habe einen besseren Stoffwechsel und habe irgendwie mehr Energie. Und sie meinte, ach krass, also besserer Stoffwechsel, besserer Schlaf, gib her den Bums, ich probiere das aus. Und dann war es bei mir tatsächlich auch damals so, dass ich gesagt habe, oh, man ist ja dann doch irgendwie am Anfang noch nicht so zu 100%. Ja, heute weiß ich halt, die Produkte sind super geil, aber damals bin ich ja auch erst gestartet und war noch so, was ist denn, wenn das jetzt doch so, nur sowas ist, wo es nur ums Geld geht und so, das ist ja jetzt meine Oma, ich will ja auch, dass es der gut geht. Und auch da war dann wieder so diese Stimme im Kopf, die gesagt hat, ja, du denkst gerade wieder im Worst Case, aber was wäre denn der Best Case? So, und dann habe ich gedacht, okay, der Best Case wäre, dass es ihr natürlich damit auch richtig gut geht. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann ist meine Oma mit den Produkten gestartet und hat mir nach ein paar Wochen tatsächlich, hat sie mich angerufen. Meine Oma ruft mich nie an. Also vielleicht kennt ihr es von euren Omas, die erwarten immer nur, dass ihr sie anruft. Aber sie hat mich tatsächlich dann angerufen und hat gesagt, du, Svenja, ich wollte dir mal erzählen, also diese Säfte, seitdem ich habe so viel Energie den Tag über, meine Krämpfe sind nachts weg, ich kann endlich wieder schlafen, weil ich nicht mehr mit Krämpfen halt einschlafe oder mit Durchkrämpfe aufwache und ich bin einfach den Tag über richtig energiegeladen und das war ich seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren nicht mehr. Das ist wirklich, also danke, danke, dass du mir das erzählt hast. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil dieses Danke, das war einfach so. Das war für mich einfach so viel wert, weil ich einfach gedacht habe, krass, du hast dir einfach nur von einem Saft erzählt und da kommt einfach diese Lebensqualität, kommt durchs Telefon durch, ja. Und einfach nur, weil du von einem Saft erzählt hast, den sie morgens und abends trinken muss. Und das war für mich damals so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss damit raus in die Welt. Und dann habe ich es halt wirklich auch, ja, einfach jedem erzählt, der so in meinem Umfeld irgendwie war. Und da war es nicht so, dass alle, so wie meine Oma, sofort gesagt haben, jo, das probiere ich aus, sondern da waren halt natürlich auch, viele haben erstmal gesagt, das ist ja schön, dass du das jetzt machst. Ich hatte auch immer gerne mal irgendwie so Phasen, ne, so ich habe mal vegan gemacht, mal zuckerfrei und das war dann halt jetzt so die Nahrungsmittelergänzungsphase. haben sie halt gesagt, das ist jetzt halt wieder so eine Phase, da hört sie halt auch wieder mit auf, so. Aber ich habe nicht aufgehört, es ist 5 Jahre später und ich nutze es immer noch. Und das hat dann tatsächlich auch mein Umfeld gemerkt. Einfach, sie haben auch gemerkt, was sich halt bei mir verändert hat. Eben Hautbild, Haare, das waren halt einfach Dinge, die waren dann einfach auch nicht mehr zu leugnen nach außen. Meine Oma hat dann auch ganz fleißig halt erzählt, wie sie ja einfach auch tolle Resultate hat. Und dann kam auch immer mehr, gerade aus meinem Umfeld und Familie, die das dann auch einfach mal ausprobiert haben und auch ganz tolle Resultate hatten. Und das war für mich auch wichtig, weil eben ich ja nicht so die gesundheitlichen krassen Themen hatte und deshalb gar nicht wusste, was die Produkte alles können. Ja, also als mein Bruder zum Beispiel gestartet ist, haben sich seine Allergien verbessert, er hat seinen Asthma ist besser geworden, solche Dinge, wo ich gar nicht wusste, dass die Produkte das können. Ja, er ist damals gestartet wegen Energie und dann haben sich halt solche krassen Sachen bei ihm verändert, wo ich halt wirklich so, so dankbar bin, weil ich einfach weiß, dass es so viel mehr Lebensqualität für ihn bedeutet.
Und deshalb habe ich anfangs gesagt, das Ganze, was wir hier machen, ist nicht nur einzigartig, sondern es ist wichtig, dass wir damit rausgehen, weil wir wirklich so viel Lebensqualität schenken können, schon alleine einfach mit den Produkten. Zu dem Business komme ich später noch, weil einfach das einfach nur krass ist, ja. Und mein Bruder kann jetzt halt heute einfach wieder Kekse essen vom Weihnachtsteller, ohne immer zu fragen zu müssen, sind da denn Nüsse drin oder nicht, sondern er kann einfach mampfen, was er möchte und alles ist gut, ja. Und das ist halt einfach total schön, das ist einfach Lebensqualität. Und ja, so hat sich das dann in meinem Umfeld entwickelt und bin ich einfach raus in die Welt und habe dann auch angefangen, auch mit Menschen zu sprechen, die ich noch nicht kannte. Deswegen auch cool, Ramja, Susanne, ich weiß nicht, ob ihr euch vorher schon kanntet oder ob ihr dann auch quasi, ob Ramja sich einfach mal getraut hat, im Blumenladen zu fragen, sozusagen. Ich finde es auch auf jeden Fall immer cool, einfach mal auf ja, fremde Menschen zuzugehen, weil da kann einfach sowas Tolles draus entstehen. Und warum denn auch ja, nur mit den Menschen sprechen, die man kennt, natürlich gerade mit denen, aber wir können halt hier wirklich so einen Unterschied machen. Deswegen lohnt es sich halt wirklich, sich zu trauen, einfach raus in die Welt zu gehen und mit jedem, ja, Susanne schreibt gerade, ihr kanntet euch vorher nicht, ja. Und Susanne, ich glaube, du bist dankbar, dass Ramja dich angesprochen hat, ne? Und ja, einfach, weil es einfach einen Unterschied macht. Und bei mir, mein erster Mensch sozusagen, den ich damals angesprochen habe, den ich nicht kannte, habe ich auf Instagram einen ja, ganz netten Typen angeschrieben, habe gesagt, ach, du hast ja ein nettes Profil, und wollte ihm das eigentlich so erklären mit dem Businessmodell. Und ja, ist ein bisschen mehr draus geworden als nur ein Teampartner. Heute sind wir verheiratet und haben eine kleine Tochter. Also auch das kann manchmal draus entstehen, wenn man sich traut, einfach mal auf fremde Menschen zuzugehen, weil man ihm vielleicht vom Business erzählen will. Ja, er macht das Ganze heute auch hauptberuflich und wir haben ganz viel Zeit für unsere Tochter, aber komme ich auch später nochmal zu. Und genau. Und deswegen, ja, also bei mir hat sich das dann halt wirklich auch echt ganz, ganz toll entwickelt. Es gibt natürlich immer auch Up-and-Down-Phasen, deswegen auch da so das Learning einfach für euch. Gebt dem Ganzen die Zeit, die es auch braucht. Das Ganze ist hier kein ja, Schnell-Reich-Werde-System oder sonst was, sondern das ist halt einfach etwas, das sich mit der Zeit aufbauen darf. Bei mir war es so, dass ich dann nach 1,5 Jahren meinen damaligen Job auf 25 Stunden reduzieren durfte, was für mich einfach schon unglaublich viel Lebensqualität mehr war, weil ja, ich einfach auch so ein freiheitsliebender Mensch bin. Ich hatte dann wieder Zeit, ne, für die Dinge, die ich einfach so ja, gerne gemacht habe. Bin aufs Wasser gegangen, kiten gewesen, habe meine Familie besucht, die damals noch 400 Kilometer weit weg gewohnt hat und solche Dinge. Und ja, dann noch ein Jahr später habe ich meinen Job dann auf 16 Stunden reduziert, habe damals auch schon ortsabhängig gearbeitet und durfte dann halt auch wirklich viel mit meinem Ehemann damals auch schon. Damals waren wir noch nicht verheiratet, aber genau, dann einfach viel rumreisen auch von der Welt, eben das, was ich mir auch gewünscht hatte, als ich damals gestartet bin. Sind dann zum Beispiel in Kenia gewesen, haben eine Safari gemacht. Ja, das sind so Dinge, wo ich früher mal gedacht habe, das macht man erst, wenn man irgendwann in Rente ist, so. Aber wir haben halt gesagt, warum auf die Rente warten? Sondern man kann doch das alles jetzt schon machen. Und genau, da haben wir dann viele, viele Reisen gemacht und einfach ganz, ganz viele Lebensmomente für ja, für unser Museum im Herzen sozusagen gesammelt. Und dafür bin ich einfach unfassbar dankbar, dass wir da einfach diese Möglichkeiten, diese Freiheiten einfach auch hatten schon damals, für diese Dinge, die uns halt einfach wichtig sind. Und ja, dann nach 3 Jahren durfte ich das Ganze dann, seitdem mache ich das hauptberuflich, also jetzt seit 2 Jahren. 3 Jahre habe ich mir das Ganze aufgebaut. Also gebt dem Ganzen halt auch einfach die Zeit. Ja, das ist nichts, was hier jetzt von heute auf morgen gleich funktioniert, sondern das dauert halt einfach seine 3 bis 5 Jahre, wenn du halt wirklich fokussiert dran bleibst. Aber das lohnt sich halt wirklich. Ja, ich habe natürlich halt damals noch meinen Hauptjob gehabt, aber das Schöne ist ja, dass es hier nicht so etwas ist wie so ein Nebenjob, den du dann halt irgendwie, wo du dann irgendwie abends noch hin musst oder so, sondern das ist ja etwas, was du einfach in dein Leben integrieren kannst. Ja, das habe ich einfach, ich habe das in die Gespräche eingebaut, mit denen ich mich eben getroffen habe, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich habe das einfach ganz nett eingebaut und habe auch nicht gesagt von wegen, hey, ich habe hier was, was ich dir vorstellen muss, sondern ich habe einfach zugehört und gehört, was haben die Menschen denn für Herausforderungen? Und das, was wir hier tun, ist nicht, die Leute irgendwie zu missionieren, ihr müsst das jetzt alle machen, sondern einfach eine Lösung bieten für eine Herausforderung, die sie vielleicht halt gerade haben. Sei es jetzt irgendwie im gesundheitlichen Bereich oder auch im finanziellen oder persönlichen Bereich, zeitlich. Gerade Mamas zum Beispiel haben ja auch einfach da einfach auch ein zeitliches und geldliches Thema, dass du halt einfach zuhörst, was hat denn mein Gegenüber für eine Herausforderung? Und hier hast du halt einfach so, so viele Bereiche, wo du Menschen halt wirklich eine Lösung bieten kannst. Und das muss einfach raus in die Welt. Und das darfst du dich einfach trauen. Und das ist halt einfach wirklich, wirklich Gold wert. Und ja,
Bei uns ist es halt dann auch einfach so jetzt passiert, dass, ja, dass ich das halt wirklich, dass ich das mittlerweile hauptberuflich machen darf, dass mein Mann das mittlerweile hauptberuflich machen darf. Mein Bruder macht das hauptberuflich. Also es ist wirklich so auch so ein Family-Ding, ne? Meine ganze Familie nutzt eigentlich die Produkte. Wir waren am Anfang, wie gesagt, auch alle nicht so super überzeugt. Das hat sich halt auch einfach, das darf sich auch erstmal aufbauen, auch da wieder so das Vertrauen. Wenn du selber jetzt hier noch skeptisch bist, kann ich dir wirklich auch den Tipp geben, hol dir so viele Infos, wie du brauchst, um dieses gute Bauchgefühl zu haben. Zum einen nutze erstmal selber die Produkte, mach dir ein gutes Bauchgefühl, ob du dich mit den Produkten wohlfühlst, aber auch beim Business. Schau dir ganz viele Veranstaltungen, fahr mal auf eine Veranstaltung, guck dir das an. Das hat mir damals total geholfen, einfach dieses gute Bauchgefühl zu bekommen, weil das ist einfach etwas, was anders ist als das, was wir so kennen. Und deswegen dürfen wir auch so eine gesunde Skepsis haben, sage ich mal. Aber wir dürfen halt auch einfach offen sein, einfach, dass das Ganze hier halt auch eben funktionieren kann. Und dabei hilft dir einfach, wenn du mal auf eine Veranstaltung fährst, wenn du dich mit Menschen austauschst, die das Ganze machen, dass du auch merkst, das sind auch alles ganz normale Menschen, die, ja, die auch alle aus allen möglichen Bereichen kommen, ja. Also es kann ja wirklich auch jeder machen, das ist halt auch so das Schöne. Tausch dich mit den Menschen aus, schau dir Zoom-Calls an. Das hat mir damals wirklich total geholfen und geh wirklich deinen eigenen Weg, weil mein Umfeld war am Anfang nicht so super begeistert. Viele haben mir auch Steine in den Weg gelegt. Und auch eben da habe ich mir wieder so das ins Gedächtnis gerufen, von wegen, okay, die wollen mich auch alle nur schützen. Die wissen halt einfach nicht genau, worum es geht. Ich habe mir das wirklich im Detail angeschaut. Ich weiß genau, dass ich dem Ganzen hier vertrauen kann. Und deswegen kann ich denen auch nicht böse sein, weil sie wissen es einfach nicht besser. Und zeig den Menschen halt, dass es funktioniert. Sei du das Beispiel für, ja, sei du das Beispiel, dass es funktioniert. Ja, geh nach draußen und zeig es. Und zum Beispiel bei meinem Vater war es so, der hat am Anfang immer noch so seine Scherze gemacht, hat gesagt, na, bist du wieder mit deinen komischen Leuten unterwegs, ne? Und sowas kam dann immer. Und auch immer sowas, ja, dein Job im öffentlichen Dienst, den kannst du ja nicht aufgeben. Und ich habe aber immer irgendwie gedacht, so, was wenn doch, was wenn ich diese Freiheit wirklich irgendwann mal leben darf? Und ich bin einfach weitergegangen. Ich habe einfach nicht zugehört, was sie gesagt haben. Natürlich hat es mir auch am Anfang, war es auch schwer für mich, aber ich habe immer wieder diesen Antreiber gehabt, was ist, wenn das doch funktioniert? Was ist, wenn das wirklich für mich die Chance sein kann meines Lebens? Und bei meinem Vater war es dann so, dass er auch einfach diese Zeit brauchte, um das für sich auch klarzukriegen, dass das Ganze eben auch funktioniert. Und Ramya hat es gerade auch toll erzählt, wenn du hier ja die zweite Schlüsselposition erreichst, dann darfst du dir einen Firmenwagen bestellen. Das war so der Punkt, wo mein Vater dann das erste Mal so gedacht hat, so, oh, das scheint ja doch zu funktionieren. Jetzt kannst du dir einen Firmenwagen konfigurieren. Okay, das ist ja irgendwie dann doch nicht nur irgendwie so etwas so heiße Luft, was da einem versprochen wird, weil dann stand halt das Auto auch vor meiner Tür und da konnte er dann nicht mehr sagen, das sind irgendwelche leeren Versprechen. Und dann ist er dann schon ein bisschen offener geworden. Und hat dann auch so angefangen, dem Tobi auch bei Instagram zu folgen und zu gucken, was macht der da eigentlich, was ist das eigentlich für einer, so nach dem Motto. Ja, und dann hat er auch seine Storys so ein bisschen verfolgt, hat das einfach alles ein bisschen ganzheitlicher auch gesehen und ja, hat dann immer mehr Fragen gestellt und die mich am Anfang auch immer sehr, ich sag mal so, ein bisschen getriggert haben, ne, weil er natürlich dann auch einfach wissen wollte, was, ja, funktioniert das wirklich und bla bla bla. Und für mich war das aber total wichtig, dass er diese Fragen stellt, weil ich mich dann auch noch mal mehr mit dem Ganzen beschäftigt habe, weil ich wollte diese Fragen ja beantworten. Und dann, ja, hat sich das bei mir halt immer weiterentwickelt und dann hat sich auch das Team immer weiterentwickelt und er hat halt gesehen, da ist halt etwas, was im Hintergrund passiert. Und dann hatte ich damals dann den EVP erreicht. Das ist so, wenn du 50.000 im Umsatz im Team erreichst. Und das hat er dann auf Instagram gesehen und damals hat er mich tatsächlich dann angerufen und hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du hast hier eine neue Stufe erreicht und ich wollte mal sagen, dass ich stolz auf dich bin. Und dass ich stolz auf dich bin, dass du damals nicht auf mich gehört hast, sondern deinen eigenen Weg gegangen bist. Weil heute hast du ein Leben, was nicht viele führen dürfen. Und da kriege ich wieder mal Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das einfach so ein magischer Moment für mich war, weil ich da einfach gemerkt habe, es lohnt sich einfach, für dich loszugehen. Ja, und ja, es lohnt sich einfach. Ja, jetzt Dann atme immer kurz. erstmal, weil ich habe auch Tränen in den Augen. Ja. Wunderschön. Ich glaube, alle brauchen einmal kurz eine Pause. Also es war wirklich mega schön, wie du das auch so erzählt hast einfach. Also einmal, ja, dieser Moment. Und da kannst du ja vielleicht auch noch kurz erzählen, was das jetzt für dich als Mama im Leben bedeutet. Also für dich und Lena, wie lebt ihr jetzt gerade? Wie könnt ihr das umsetzen? Wie dankbar seid ihr, dass ihr nicht auf die anderen gehört habt, sondern so wie dein Papa auch gesagt hat, dass ihr halt nicht auf die anderen, sondern auf euer Bauchgefühl gehört habt. Was ermöglicht euch das heute?
Ja, du hattest es eingangs gesagt. Wir sind gerade frisch Eltern geworden. Unsere kleine Maus ist gerade 3,5 Monate alt. Und ja, wir dürfen beide zu Hause sein. Wir dürfen beide Zeit für die Maus haben. Wir sind nicht irgendwie eingeschränkt, weil Leonard irgendwie los muss, sondern er ist wirklich auch den ganzen Tag zu Hause. Ich bin nicht irgendwie, ich sag mal, auch zeitlich limitiert, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, ich muss nach einem Jahr wieder los, arbeiten, ich muss irgendwie eine Kita suchen und, und. Also auch da einfach diese Zeit zu haben, für das Kind da sein zu können. Beide Elternteile können da sein, was ja auch einfach super, super schön fürs Kind ist, ne? Aber auch für uns als Paar, einfach weil wir einfach beide nicht so super gestresst sind, ne? Ich bin nicht gestresst, weil ich mich den ganzen Tag alleine um das Baby kümmern muss. Er ist nicht super gestresst, weil er den ganzen Tag arbeiten muss, dann nach Hause kommt und dann irgendwie, ne? Also wie das dann halt oft einfach ist, sondern wir haben halt wirklich beide diese Balance. Wir können uns beide auch mal Zeiten für uns nehmen. Und das ist einfach unglaublich wertvoll. Und natürlich auch der finanzielle Aspekt ist nicht zu unterschätzen, weil ja, ich meine, so normalerweise wäre ich jetzt im Elterngeld, was von einem Gehalt, was damals eh schon 100% nicht gereicht hat und hätte jetzt 65% davon. Und heute darf ich halt wirklich ein überdurchschnittliches Gehalt haben, wovon ich halt einfach Möglichkeiten habe, ja. Also es geht hier gar nicht ums Geld, beziehungsweise schon, weil Geld ist einfach so, so viel mehr als nur Geld, sondern es bietet halt einfach so, so viele Möglichkeiten für dich als Person, für dich als Familie, für deine Kinder, für deine Familie, für alles, weil du hast halt hier einfach die Möglichkeit, eben mit Geld Möglichkeiten zu schaffen, wie zum Beispiel, ja, reisen zu gehen, gute Lebensmittel kaufen zu können, eben nicht einfach auf Sparflamme leben zu müssen, weil du jetzt in Elternzeit bist, sondern wirklich einfach dir noch alles leisten zu können, was dir eben wichtig ist. Und halt, ja, vielleicht auch später einfach Geld für Hobbys zu haben. Ja, wenn meine Tochter später mal sagt, ich möchte irgendwie reiten oder sonst was, dann muss ich halt eben nicht sagen, das können wir uns nicht leisten oder ich kann mir die Klassenfahrt nicht leisten, sondern ich darf halt einfach sagen, hey, du kannst alles machen, was du möchtest. Finanziell haben wir die Möglichkeiten. Und das ist einfach auch so, so viel wert, hier einfach diese Möglichkeiten zu haben für uns als Familie. Und es ist einfach, ja, also es lohnt sich einfach so loszugehen, weil, ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel. Ich glaube, jeder kann sich da reinfühlen, wie wertvoll einfach diese Zeit ist, die wir hier gemeinsam einfach haben. Danke, wow. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen und ich finde es total schön. Ich habe mir selber auch noch ein paar Notizen gemacht. Also wirklich auch dieses, ja, wir zerdenken alles immer so ganz viel. Und es ist halt einfach durch Schule und alles gekommen, dass wir immer so ein bisschen vom schlechtesten Fall ausgehen können. Oh, es könnte ja schieflaufen oder oh je. Und wie du halt gesagt hast, was wäre eigentlich, wenn es richtig gut wird? Oder geh doch mal vom Best Case aus. Also das finde ich wirklich total spannend und da würde ich dich jetzt nochmal fragen, was du so den Zuschauern, die jetzt gerade am Anfang sind oder vielleicht noch gar nicht gestartet sind, was du denen jetzt noch gerne mitgeben würdest. Ja, das ist halt tatsächlich wirklich das. Hör auf dein Bauchgefühl und lass dann den Kopf aus. Also es ist halt wirklich, bei mir war das immer damals so, dass ich immer gedacht habe, so, oh, ich habe mir Tobi Stories angeguckt und habe gedacht, es kribbelt in mir. Was ist, wenn das wirklich funktioniert? Und dann kam halt mein Kopf mit diesen ganzen Argumenten von wegen, warum das nicht funktionieren kann. Mach den Kopf aus, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn das bei dir jetzt hier auch kribbelt und du dir sagst von wegen, oh Gott, was ist, wenn das funktioniert, was die da erzählen? Ja, dann go for it. Also ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, schalte den Kopf aus, weil dein Bauchgefühl hat immer recht. Und wenn dein Bauchgefühl jetzt hier auch kribbelt und du dir sagst, oh, ich muss das irgendwie ausprobieren, dann mach das unbedingt. Es kann dein ganzes Leben verändern. Mein ganzes Leben hat es verändert. Und ich weiß, dass es auch deins verändern kann, wenn du offen bist und es einfach mal dich traust, loszugehen, für dich loszugehen. Und ja, vielleicht ist es auch für dich der Game Changer. Das würde ich mir auf jeden Fall für dich wünschen. Vielen herzlichen Dank, liebe Svenny. Also nochmal ein Riesenapplaus für dein Paar. Danke, dass du alles hier mit uns geteilt hast, so offen aus deinem Leben gesprochen hast. Herzlichen Dank. Also ich glaube, hier hat jeder was für sich mitnehmen können. Also wirklich so dieses, du hast nur etwas zu gewinnen und kannst nichts verlieren. Das finde ich einfach großartig. Und auch Ramya, du hast das so super toll erklärt und erzählt. Also vielen Dank auch nochmal an dich, den Geschäfts- und Produktpart und natürlich auch an Susan und die Lara, dass ihr hier wirklich eure Erfahrungsberichte mit uns geteilt habt. Ich glaube, hier konnte jeder was für sich mitnehmen, oder? Glaube ja. Reges Nicken ist sehr, sehr gut. Also richtig cool, dass ihr euch hier auf einem normalen Donnerstagabend die Zeit genommen habt. Und ja, sollte es jetzt so sein, dass ihr sagt, Mensch, Svenja, Ramja, es hat mich alles so inspiriert. Ich probiere es einfach mal aus. Dann meldet euch bei der Person, die euch hierzu eingeladen hat, denn die meinte es sehr, sehr gut mit euch.
Und dann könnt ihr das Ganze einfach mal für euch austesten. Genau. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen am, ich glaube, das ist der 4. oder 5., 7. wieder im DSC Hannover Zoom. Alles Gute euch. Tschüss.